Damit morgen alles glatt läuft, wird heute schon mal alles ausgecheckt. Ah, und hier findet morgen die Party statt. Ja. Okay. Genau. Hier treffen wir jetzt gleich die Claudia, die ist die Cousine von uns. Ah, deine Mama. Meine Mutter. Ah, deine Mama treffen wir. Oh, deine Mama habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ja, genau. Oh, schöne Aussicht hier. Oder? Ah, und hier wollen die feiern morgen. Ja, genau. Aber der Opa ist nicht hier. Einer geht in den Aufzug. Echt? Ja. Wir können natürlich auch die Treppe nehmen. Bist du, deine Mutter wartet? Ja. Das ist schlecht, wenn wir die Mutter warten lässt. Also bei uns geht das in jedem Fall schief. Kommt er, da ist er, da ist er. Komm, zieh, 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 zieh. Und auch. Jetzt. Da kommt es mit 10. Na ja, komm, je mehr reingehen, fallen wir direkt nach unten. 6 Mann, 10, das passt schon. Oh, deine Mutter weint nicht. Oh. Hier. Hallo. Wie geht's dir? Gut? Gut. Erste Kinder. Also siehst du die Kinder das erste Mal? Geht's dir gut? Sehr gut. Und dir? Auch gut. Ja. Auch. Sind zusammen aufgewachsen fast, weil Robert und meine Cousine und mein anderer Cousin, die waren dreimal im Jahr oder viermal im Jahr, waren die in Spanien. Also sind fast Spanier. Ihr seid ja so süß. Ja, ah, jetzt seht ihr euch das erste Mal, ne? Ja, ja. Wahnsinn. Aber doch, Instagram habe ich dich gefunden. Siehst du, so kommen wir zusammen. Da muss der Alte muss 80 werden, damit die Familie zusammenkommt. Ich habe gesagt, so alt wird kein Pferd im Stall. Ja, das wird ja auch nicht jeder 80. Unvorstellbar, nicht jeder wird 80, ne? Es ist natürlich immer sehr schön, neue Mitglieder von der Familie kennenzulernen. Und ich freue mich auch unbedingt, Oma und Opa morgen wiederzusehen. Weil wir unsere Familie nicht so oft sehen, weil wir immer zu viel zu tun haben und die auch jetzt nicht in der Nähe von uns leben. Oh, guck mal, das sieht aber cool aus hier. Ja. Geht Opa golfen? Ja, na, der Opa macht alles. Weißt du, Opa macht alles. Papa, warum bist du so unsportlich im Gegensatz zu deinem Vater? Ich bin nicht unsportlich. Ja, du würdest nein, mein Vater zeigt eben nur, dass er sportlich ist. Das ist im Alter so. Wenn ich anfange, 70 zu werden, zeige ich euch, wie sportlich ich bin. Dann haben wir noch 10 Jahre. Ja, genau. Sehen. Auf jeden Fall bin ich sportlicher als ihr, oder? Ja, das stimmt. Warum lehnst du dich schon wieder an? Kannst du nicht gerade stehen? Nee, weil es ist angenehm. Steh doch einfach gerade. Steh doch einfach mal so. Steh doch. Ich steh doch gerade. Guck. Du warst gerade so. Du musst dich auch so. Steh mal gerade. Wer kann Liegestützen machen? Ja, ich. Mach. Mach. Da, Shania, kannst du auch Liegestützen machen? Deine Schwester kann kein 10. Ich kann keine 10. Keine 10. Ich kann's einmal auch nicht. Erledigt. 1, 2, 1. Runter. Nochmal, noch einmal. Jetzt du. Jetzt du. Robert, komm, jetzt du, Paps. Ja. Und du? Was denn? Ja, jetzt du. Du kannst nichts sagen, wenn man es sich selbst macht. Du kannst so runter. Ich kann das machen. So, 1. Jetzt. Ich kann das machen. Guck. Jetzt hat er morgen, jetzt kann er morgen gar kein Glas auf. 1, 2, 3, 4, 5. Ich kann's nicht, weil ich keine. Ja, ist klar, aber du musst aufpassen, dass die Nägel nicht abbrechen. Ich hab keine Ahnung. Guck mal, du kriegst nichts mehr zu essen. Weder zu essen noch nur noch Wasser. Was hast denn da? Wir sprechen von Liegestützen, nicht von was anderem. Ja, da sieht man's wieder. Bei der Geistfamilie ist alles so eine kleine Herausforderung. Keiner kann's auf sich beruhen lassen. Yoga können wir. Yoga können wir. Guck mal, Yoga können wir. Yoga kann ich auch. Bei uns sieht Yoga so aus. Ich sitze hier, die Füße sind hier, höher als das Herz und die Flasche Wein kommt nah. Mach mal jetzt, auf. Ja, runter. Da bin ich noch 60 Kilo. Runter, da fallen die um. Da fallen die um. Das sind 60 Kilo. Claudia, oh mein Gott, ist das bei dir genauso? Ja, meine Tochter ist sportlich. Ja? Kannst du Liegestütze machen? Ja, ich bin die Kamera kann das operiert. Okay. Und meine Mutter macht das. Guck mal. Ja. Eins, das ist der Wein, das ist der Wein. Auch keine. So, mach eine. Das kann man nicht. Doch. Das auch nicht. Das ist der Wein. Ich mach normalerweise. Nein, runter musst du. Du musst runter. Die haben doch die Arme schon. Guck, können die nicht. Ja, es geht nicht. Mach du jetzt. Nee. Ja, dann bin ich ja schon froh, dass du das wenigstens kannst. Das ist ja wohl keine Kunst. Oh, guck mal hier. Guck. Ja, aber hier geht auch nicht runter. Hey. Siehst du, kurz.
Aufpassen, ja, aufpassen. Das tut noch weh. Ich kann nicht in diese Seite schlafen. Diese ist okay, aber wir müssen noch warten. Sportfrei. Aber verliert bei dem ganzen Workout nicht das Wichtigste aus den Augen. Also Tina, wie machen wir das dann morgen? Geplant ist hier Sektempfang, so um 1. Hm? Draußen oder drinnen? Draußen. Das fängt ja schon an, wir haben einen Sektempfang, weil wir sind bei Opa und Oma. Ja. Wir sind noch nicht in Frankreich, deshalb gibt es Sekt. Ja. Auch wenn ihr nicht wisst, was Sekt ist, lernt ihr das morgen kennen. Es ist kein Champagnerempfang. Die wollen das aber morgen hier machen, oder ja, was? Ja, weil schön Wetter ist. Es war drinnen geplant. Okay. Und weil 20 Grad Sonne, haben wir erstmal gesagt, wir machen hier draußen mal Welcome Drink. Und haben die auch einen Fernseher am Start? Weil wir haben da was vorbereitet. Okay. Weil der weiß ja nicht, dass wir kommen. Also muss es logischerweise um 1, wenn die hier zum Cocktail stehen und trinken ihren Kava, dann gibt es dann von uns so eine News, so sorry, wir können nicht kommen, weil von nichts kommt nichts, weil irgendeiner muss ja arbeiten, und dann wenn der so eine feiert. Reinhold Geist. Ja, genau. Also wir haben ein Video für Opa vorbereitet und das soll die Tina morgen zeigen, bevor es losgeht, also bevor wir kommen. Dass Opa noch immer denkt, dass wir nicht kommen, aber dass dann das Video zeigt, okay, vielleicht sind die doch da. Wenn ich jetzt durchspielen würde, ist ernsthaft, wenn der jetzt hier von dem Laden einen Fernseher hat, damit wir das da mal reintun, weil da sind wir ja nicht dabei. Guck mal, hier kommt der Fernseher. Der ist auch schön groß. Ja, der muss groß sein. Den habe ich zu Hause. Ja, der muss groß sein. Wir stellen dann den Fernseher hier hinten, ne? Der fällt jetzt runter. Zum Beispiel könnte der da stehen und dann setzen die sich hier hin. Leute, der bricht gleich. Ja. Leute, das sieht nicht so gut aus hier. Oma und Opa setzen sich dann hier hin. So, und ich nehme den Stick, schieb das irgendwo rein. Dann haben so Sticks an sich. Ich bin da nicht so professional. Da gibt's so viel hier. Ja gut, der Stick lebt ja nicht mehr. Ah, okay, gut. Also wo muss der rein? Wo muss der denn rein? Ins Loch. Wo denn? Also die Tante Tina weiß nicht, wie man einen USB-Stick in den Fernseher reintut. Also zum Glück haben wir heute die Probe. Also erstmal zu checken, ob das auch alles funktioniert. Achtung! Leise! Lauter! Lauter! Jetzt wollen wir aber auch sehen, was euch da so amüsiert und feuchte Augen macht. Ja? Liebe Oma! Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Ihr bekommt den Film auch noch gleich zu sehen. Gemeinsam mit unserem Opa, wenn ihr die Überraschung bekommt. Robert! War das etwa ein Tränchen? Ja, oder? Du warst auch toll! Ja, also den Zusammenschnitt, den die Kinder auf die Reihe bekommen, ist natürlich eine lustige Zeit, eine spannende Zeit, eine Zeit mit Gefühlen etc. Der Opa war natürlich in vielen Folgen mit dabei. Das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was er mit uns zusammen erlebt hat, auch auf der Weltreise. Der Opa ist eben der Opa. Was will man machen? Jetzt wird er 80. Aber er ist immer noch so fit wie da und ist schon ganz schön. Aber auch traurig, wenn jemand 80 Jahre wird, wer weiß, wie lange er noch hat. Wir denken mal, der hat noch 90 Jahre oder wird 90. Aber man weiß ja nie, wann, wie, wo. Ne? Alle haben geweint, glaube ich. Unter den Sonnenbrillen. Unter den Sonnenbrillen haben jetzt alle geweint und morgen werden auch alle weinen. Ja, die Mädels haben das auf jeden Fall mal wunderbar auf die Reihe bekommen. Sie haben mich ja überrascht. Das hat ja angefangen schon zu meinem Geburtstag, dass ich überhaupt gar nicht wusste, dass mein Vater eine Geburtstagsparty macht. Jetzt bin ich hier, mal ganz schnell von Nizza nach Alicante. Ich bin jetzt gespannt. Also mein Vater hat weder mich angerufen, noch hat er mir gratuliert, noch hat er mir eine SMS geschrieben. Gar nichts zu meinem Geburtstag, der gerade 2 Tage zurückliegt. Das heißt also, er ist richtig sauer, weil er weiß, dass wir nicht kommen, weil wir ihm gesagt haben, wir müssen nach Istanbul, wir müssen nach Dubai, wir müssen drehen. Jetzt sind wir doch hier. Das ist natürlich die Überraschung. Ich bin mal gespannt, wie das morgen abläuft. Ich denke, er wird weinen. Ich glaube, die Oma mehr. Nein, der wird nicht fluchen. Der wird 3 Meter größer werden. Natürlich habe ich Angst, dass die Überraschung vielleicht schief läuft, weil wir sind jetzt den ganzen Weg von Monaco hier hingekommen und ich hoffe, dass es dann auch nicht umsonst ist.
Papa, ich würde sagen, jetzt gehen wir, weil ich habe noch Sachen, die ich machen muss. Okay, was musst du noch machen? Für die Schule, oder ja, was? Für die Schule und ich muss noch einen Sponsor machen. Also, okay, also gehen wir? Ja. Okay, die Sonne ist weg, gehen wir. Dann kann ich den ganzen Tag hier verbringen. Und wir drücken die Daumen, dass morgen alles glatt läuft.